Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. So, dann gehen wir doch mal weiter Richtung Wasserschrein. Rieklinge mit Wildschwein-Dingern. Aua! Ah, okay. Was ist denn das? Ein dampfendes Schiff? Interessant. Und ein... Interessant. Das sieht nach einem Schiff aus. Dampf und sonstige. Schiff, das Tagungskapitän zu stellen, sind die Besatzung auf der Suche nach magischen Gegenständen des Wochentypen oder Bosse, die auf einer Gruppe vorlanden konnte, wo das Windschiff von einem Schneesturm überrascht und die Stürze in die Berge. Ich sollte diesen Tag ihre Bemann bringen, den echten Zimpinus Bouchemont aus der Gilde der Magier von Altruhe fahren finden. Okay, das werden wir machen, wenn wir das heute zu einem Reihe fertig sind. So, jetzt auch. Eintrag 1, heute ist zu weit, Bouchemont. Shaws Windschiff scheint stabil genug zu sein, um die Mannschaft so breit die Segel zu setzen. Wir werden in Richtung Nord-Nordwest reisen, bis wir die Insel Solstheim erreichen. Laut Shaws Angaben liegt die Hoffmannsflug, genannt wolfsähnliche Formation, irgendwo in der Nähe der Moosring Berge. Das Hügelgrab, das wir erforschen wollen, befindet sich beim Wolfsauge. Wir werden Shaws kostbare magischen Gegenstand holen und in einigen Tagen zur Gilde der Magier zurückgekehrt sein. Das könnte dabei schon schief gehen. Eintrag 4. Verdammte Beschwörer, Hexenmeister, Erfinder, Wissenschaftler und ihre gesamte akademische Sippe. Musho hatte mir versprochen, dass ein Windschiff halten würde und es genau wie ein Schiff auf dem Meer zu segeln sei. Alles Lügen, diese Monstrosität steht kurz davor auseinanderzubrechen und verliert immer wieder Einzelteile, seit wir Altrun verlassen haben. Erst vor einer Stunde haben wir eines der zähmerischen Zahnräder des Hauptantriebs verloren. Wenn dies eine Fregatte oder eine Schaluppe wäre, würde ich sie schon durchbringen, aber zu versuchen, ein Windschiff zu steuern, ist, als würde man in einem Fass in einem Löffel als Ruder in See stechen. Land in Sicht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Matrose ein wenig nervös sind, aber der Argonier hatte vollkommen den Verstand verloren. Ich hatte ihm, bevor wir Altruhe verließen, wiederholt gesagt, dass sein Windschiff am Himmel segelt und nicht auf dem Wasser. Er meinte, dass er verstanden habe, aber seine Furcht vor der Höhe muss schließlich die Oberhand gewonnen haben. In einem Zustand der Raserei ergriff er das Steuerruder und hätte uns beinahe hinunter ins Meer stürzen lassen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als ihn zu töten. Schwimmt in den Wellen war sein Name und bis zu diesem bedauerlichen Zwischenfall war er ein guter Mitglied unserer Mannschaft. Ich hätte ein Seebegräbnis vorgezogen, aber in Anbetracht unserer Situation blieb uns nichts anderes übrig, als ihn über Bord zu werfen. Wir haben aufs Meer gezielt, aber das Windschiff trieb mittlerweile über Solstheim. Daher fürchte ich, dass wir das Wasser verfehlt haben und sein Körper irgendwo an der Südostküste gelandet ist. Wir haben Hoffmanns Flug gefunden. Wenigstens darin hat Bouchard recht gehalten. Die Wolfsformation erstreckt sich von West nach Ost mit dem Kopf und Auge am östlichen Ende. Wir werden nach einer Landeplatz suchen und dann Hoffmanns Hügelgrab erkunden, vorausgesetzt, dass sie Bouchard nicht wieder in Lage geirrt hat. Ich muss außerdem anmerken, dass ihr langsamer vorankommt, als mir lieb ist. Es ist eine fürchterliche Kälte in der Luft und ich traue den dunklen Wolken nicht, die sie über den Bergen zusammengezogen haben. Wir wurden von einem Schneesturm heimgesucht, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich hatte einen Sturm befürchtet, aber so etwas hätte ich mir nie und nimmer vorstellen können. Bouchamps Konstruktion bricht an den Nähten auseinander und ich glaube nicht, dass wir unsere Höhe halten können. Man kann nirgendwo landen, doch landen müssen wir. Tot. Alle sind tot. Der größte Teil der Mannschaft wurde bereits beim Absturz des Windschiffs getötet. Die wenigen Überlebenden fielen schnell der Kälte zum Opfer. Nur ich überlebte, muss Lager machen. Schnee blockiert mir den Weg in den Lagerraum des Schiffs. Ich gehe am Morgen in das Hügelgrab. Ich kann kaum schreiben, meine Hände sind beinahe erfroren. So kalt, so hungrig. Wahnsinn ergreift mich, ich kann es fühlen. Ich sehe Augen, Nachtaugen, Wolfsaugen. Höre sie, so hungrig. Wolfsaugen, kommt, weißer Wolf, so kalt. Okay. So, eigentlich war das eine Nebenquest,
müssen weiter messen. Also eine Nebenquest, die konnte man Altrun annehmen, aber weil ich mich extra wegen dieser Nebenquest noch Altrun gehen wollte, um die anzunehmen, bevor wir Solz damit treten, habe ich sie übersprungen. Aber jetzt haben wir sie anscheinend doch angenommen. Das ist auch nicht schlecht. So. Wasserstein, nicht schreien. Aber nein, ich muss mich cheaten. So. So, jetzt aber. Wasserschrein. Reise gen Westen zu einer kleinen Insel vor der Küste und folge dem Schwimmer, das Wasser des Lebens zu finden. Der Schwimmer ist wahrscheinlich ein Orkas und die Buh. Ah, Westen. Ah, hier. Eine Insel und darauf ist ein Orca. Das müsste der dieser Schwimmer sein. Schau, wo er mich hinführt. Ja. Okay, der Wasserstein hat keinen. Okay. Ah, da ist doch was. Ich werde da runter.
müssen. Wasserstein. Ich glaube, ich muss. Wo ist Ringwerk? Ah! Tor Moors Wacht ist doch schlauer. TOT. Wasserstein. Dann mal schnell zu ihm hin. So. Ah, da ist er ja schon. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und als nächstes der Erdstein. Ah, ist hier. Und ich glaube, ich werde mich dorthin teleportieren. Wenn ich es nur könnte. Aber ich weiß nicht. Denn beim Erdstein war mir eigentlich schon zu viel. Wenn ich sogar direkt vorbeigelaufen bin. So, okay. Hier haben wir wieder einen kleinen See, wo wir schon mal einen Fluss überquert haben. Da rechts müsste das Schiffwrack sein, genau. Und genau südwestlich ist der Erdstein. So. Ne, wir sind sogar. Reise geht Nordosten zur Höhle der verborgenen Melodie und erlerne das Lied der Erde. Nordosten. Und das
Ah, okay. Also schön weiter nach Nordosten. Das scheint richtig zu sein. Vielleicht wird es auch erst hier stockdunkel. Nee. Ich höre Musik, aber die hier gehört zum Spiel. So. So, das war's. Zurück zum Erdstein. Ach, rennen wir raus. Ich dachte schon, scheiße, jetzt müssen wir weg.
Irgendwie habe ich Glück, dass ich immer in die richtige Richtung drücke. Hier auch. Hätte auch nach links oder rechts gehen können. Nein. Links oder geradeaus. Nein, ich habe genau die richtige Richtung getroffen. So. Jetzt aber erst einmal. Dahin. Ehemann gehört mir, hört ihr? Mir! Diese Hure Erna wird dafür bezahlen! Ihr habt Erna getötet? Ja, Kläubi, hier ist Ernas Ring. Ich habe den Geliebten eures Ehemanns getötet. Tod ist das wahr? Endlich gehört Brandr wieder mir allein. Ehre, weil indem ihr dieses Weibchen umgebracht habt, habt ihr mir meinen Mann wiedergegeben. Es wird sich seine Liebe zu mir entzünden und wir werden wieder glücklich. Ich stehe für immer in eurer Schuld. Ihr nehmt das hin. Nein, das ist nicht. Egal. Ja, wollte es hindern, aber naja. So, dann zurück zum Erdschrein. Geh her, Esbär. Zum Erdschrein. Erdstein. So. Und als nächstes kommt der Baumstein. So. Wie kommt man am schnellsten zum Baumstein? Ah, ich weiß schon. Und da werden wir auch erst bei dem Ulfgar vorbeischauen. Denn es ist im erst Rabenfels. Brudierhain. Brudierhain. COC. COC. Solstheim. Brudierhain. So. Dann machen wir auch noch die Nebenquest schnell. Alles über Sovngarde herausgefunden. Schauen, was er dazu sagt. Ich habe das Buch namens Sovngarde eine Betrachtung gefunden. Er vertritt eine neue Theorie darüber, wie man Sovngarde erreicht. Ich denke, in diesem Buch findet ihr eure Antwort. Neue Theorie, sagt ihr? Zeigt her das Buch. Kann es sein? Ist es denn möglich, dass das Tor von Sovngarde schon immer direkt vor mir lag? Es ergibt Sinn, Nereva. Ihr habt recht. Ihr habt den Weg nach Sovngarde gefunden. Ich brauche nichts weiter zu tun, als ehrenvoll im Kampf zu sterben. Aber wie? Ich weiß. Ihr, Nereva, ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mich im Kampf besiegen und meine Seele nach Sovngarde schicken. Zack, wollt ihr mir die Ehre erweisen und auf Leben und Tod gegen mich antreten? Ich werde euch helfen. Mit diesen Entscheidungen ehrt ihr mich. Von unserem glorreichen Kampf werden Lieder berichten. Es ist wahr, dass ich tief im Herzen wünsche, besiegt zu werden, damit ich nach Sovngarde gelange. Aber wisst, Nereva, ich werde kämpfen, tapfer werde ich kämpfen, so wie ich es in seinem Leben lang tat. Wahrscheinlich werdet ihr mir erliegen. Es wird kein Erbarmen geben und von euch erwarte ich dasselbe. Geht und bereitet euch auf den Kampf vor. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Ich habe schon auf euch gewartet. Die Stunde des Kampfes ist gekommen. Ich hoffe, ihr seid bereit, einem so würdigen Gegner von wie mir entgegenzutreten. Seit 500 Jahren ziehe ich durch das Land und hinterlasse eine Spur des Todes. Und obwohl ich selber mehr als einmal dem Tode nahe war, bin ich noch am Leben. Ich hoffe inständig, dass ihr meiner ebenbürtig seid. Nereva und meine Seele auf dem schnellsten Weg nach Sovngarde schicken werdet. Lasst uns in Kräfte messen. Zu den Waffen. Ja, er hat es. Usterer, Keuch, ihr habt es geschafft. Ihr habt mich besiegt, Keuch. Ihr habt Hus die Tore von Sovngarde geöffnet, Keuch. Ich kann sie sehen. Meine Brüder, sie sind da. Hus, ich muss nun gehen, mein Freund. Hus, geht zum Brudierhain. Wenn ich kann, werde ich euch dort erscheinen. Ich will Keuch, euch belohnen für alles. Muss nun los. Hus, Gefährt, ich komme. Hus. Kein Leben. Nereva, es ist vollbracht. Ihr habt mir geholfen, ehrenvoll zu sterben, meine Seele den Weg nach Sovngarde gezeigt. Meine Freunde, Umbro, Elrinde und Nikolas warten bereits. Ich habe ihnen von eurer Hilfe erzählt und die Einzelheiten unserer glorreichen Kampfe geschildert.
Wir vier wollen euch belohnen, wie es euch gebührt, mit einem Teil von uns. Wenn ihr die Hände auf einen der Steine legt, wird euch das beste Attribut des jeweiligen Kriegers zuteil. Lieb wohl, Freund, so gar der Wahrheit. Das ist schön. Oh, wir haben Stärke 100. Und das? Achso, das war Ulfrags Stärke. Haben wir das jetzt immer? Ja. Cool. So, jetzt aber zum Baumschrein, der hier im Nordosten ist. Baumstein. Wieso sage ich immer Schrein? Wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch 4 Minuten. Also auf Baumschrein. Stein. Bäh. Die ersten Bäume sind fort, Reise gehen Osten und finden denjenigen, der den Samen stahl. Aber seid vorsichtig, denn wer immer die Samen hat, kontrolliert auch die Bäume. Pflanzt die ersten neuen an. Okay. Zwei der Bäume. So. Ah, ich habe ihn schon gesehen. Und was soll ich hier machen? Ah, da ist jemand. Oh, das ist doch nicht so. Oh, jetzt ist das doch nicht. Von ihm seltsam sagen. Oh, ja, ja. Scheiß Schweine. Du Schwein. So, dann wieder zurück zum Baum. Zum Stein. Aber wo soll ich den sehen? Wunderschön. Und damit beende ich die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal geht's ab zum Sonnenschein. Tschüss.